So, Hallöchen, ihr magischen Miesmuscheln. Heute machen wir mal wieder was, und zwar das Entweder-Oder-Game. Ne? Ihr seht, worauf es hinausläuft. Ne? Ist selbsterklärend, brauche ich nicht drüber sabbeln. So, direkt loslegen. Eigenes Geld verdienen oder bei den Eltern wohnen und das kostenlos. Nee, Digga, eigenes Geld verdienen ist auf jeden Fall geiler. Ich meine, ich habe zwar auch jüngere Zuschauer, aber auch ältere, und die Älteren können es bestätigen. Es ist einfach geiler, wenn man zum Beispiel seinen Alltag planen kann. Wenn ich zum Beispiel Bock habe, mir eine Katze zu kaufen, dann mache ich das. Wenn ich Bock habe, mich mit meinem besten Freund zu treffen, ne, abgesehen von Corona, und mit dem die ganze Nacht lang Mario Kart spiele und dann zum Frühstück sich schöne extra große Pizza bestellen oder so, dann mache ich das. Naja, man muss sich zwar anfangs dran gewöhnen, mit Haushalt schmeißen, wann kommt die Müllabfuhr, Pfandflaschen wegbringen, einkaufen, Wäsche waschen, abwaschen und so. Das ist ja aber wenn man sich so mit ein, also ich bin mit 18 ausgezogen, wenn man sich so langsam mit 20, 19, 21 eingegroovt hat, dann geht's eigentlich. Ne? Also eigenes Geld verdienen. So, wo kann ich das? Doppelkinn oder Bierbauch? Okay, Bierbauch habe ich schon so ein bisschen. Ja, lieber ein Fass haben, ne? Für immer, hier sieht man doch übrigens die Antwortstatistiken, wie viel bei der vorigen Frage für das linke und für das rechte waren. Immer oberkörperfrei oder unterkörperfrei? Ja, lieber oberkörperfrei. Alles verstecken, was in diesem Moment dir gehört, oder alles verstecken, was du jemals hinzubekommen wirst? Boah, was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Da müsste ich ja auch meine Katze verschenken. Alter, leck mich am Sack. Nee, ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Ja, dann lieber, was ich jemals hinzubekommen werde. Also auch meine Ehefrau oder Kinder oder sowas oder ein Haus oder so oder ein Beruf. Ich meine, wenn ich jemals im Lotto gewinnen würde, ich spiele ja nicht mal Lotto, deswegen ist es extrem unwahrscheinlich. Das wäre schon Kacke, ne? Also ich sage immer, ich sag das hier. Ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Chucks kenne ich von Michael Jordan aus dem Basketball-Vans. Ich habe keine Ahnung, ist mir scheißegal. Ist das nicht Skateboarden oder sowas? Irgendwie ist das nicht so eine typische. Ich überspringe die Frage. Apple, fick dich, Samsung. Altes Ägypten oder altes. Boah, mega geile Frage. Das kann ich mit mehreren Argumenten beantworten. Also altes Ägypten finde ich schon scheißegal. Alleine wegen Asterix und Obelix. Ich liebe den Film. Altes Rom allerdings, erobert Rom und hier gegen Kleopatra. Also wenn ich das mit Asterix vergleichen würde, früher war mein Lieblingsfilm der hier mit gegen Kleopatra und mittlerweile erobert Rom. Also wenn wir jetzt mal in Asterix und Obelix Psieren denken, also wenn in dieser Himmelspsiere, dann ich sprich das Wort eh falsch aus, ist echt scheißegal. Wenn wir uns in diesem Raum bewegen, dann alte Rom, altes Ägypten, ja, dann eher Rom. Unterhosen, wer bügelt Unterhosen? Ist egal. Hemden zerknittert in den Schrank hängen, das mache ich ja eh. Insofern passt schon. Braune oder lange, blonde Haare, ich bin braunhaarig, also braun, auch bei Mädels. Glück in der Liebe, Erfolg im Beruf, immer Amore, Amore, ganz klar. Dusche oder Badewanne, Bad kann ganz nett sein, aber ich bin mehr so der pragmatische Typ und deswegen Dusche. Kaffee oder, da fehlt nee, übrigens, Kaffee oder Tee. Ich trinke häufiger Tee, aber ab und zu Kaffee, ja, Tee. Bequemer, breitmuttriger Klamotten tragen oder unbequemer Topmod, ist mir scheißegal, ob ich geil aussehe. Ich sehe ja eh geil aus. Kleiner Spaß am Rande. Nee, aber lieber bequem als Hauptsache, ich sehe cool aus. Nee, dann lieber, ich muss mich wohlfühlen und natürlich sein und ja, ne. Ich will mich ja nicht verstellen, deswegen, ne. Ein Job, der dir Spaß macht, erlernen, aber am Existenzminimum leben, oder ein Job, der den kleinen Spaß am Geld sorgen. Also. Also Spaß im Job, aber wenig Geld. Kein Spaß im Job, aber viel Geld. Nee, dann lieber das hier. Verhungern oder verdursten? Verdursten geht schneller. Boah, was sind das für fucking Fragen, Alter? Verhungern oder verdursten? Ja, ich sage jetzt einfach mal aus dem Grund, weil verdursten schneller geht, mache ich verdursten. Microsoft, Windows, Apple, ich hab Microsoft. Fliegen oder unter Wasser atmen und durchs Feuer zu gehen. Ja, da hast du gleich zwei Sachen. Fliegen ist zwar natürlich ein Menschheitstraum, aber
Ja, ich würde dir hier sagen, für den Rest deines Lebens mit einer Person zusammen zu sein, die du nicht liebst, oder den Rest deines Lebens, die du. Ja, dann, wie gesagt, Amore, dann lieber einmal kurz und knapp, anstatt, nö. Nee, was soll ich mit einer Frau, die ich nicht liebe? Dann lieber hier ZDF oder ARD. Boah, ZDF ist eigentlich ein bisschen cooler. Finde ich interessanter. Beide übertragen Fußball. Ich würde sagen ZDF. Hund oder Katze? Früher Hund, heute Katze. Alle 3 Minuten niesen müssen? Ach du Scheiße. Permanent das Gefühl haben, niesen zu müssen? Ach du Scheiße, Scheiße. Alle 3 Minuten niesen, das würde ja auch bedeuten, dass ich auch, wenn ich schlafe, niesen muss. Oh, ich glaube, dass es auf Dauer, glaube ich, richtig auf den Sack gehen kann. Also ich dann lieber das hier, glaube ich, auch wenn es beides Kacke ist. Keine Familie haben, keine Freunde haben. Die meisten von euch werden mir, glaube ich, widersprechen, aber ehrlich gesagt, lieber keine Familie. Also ja, ich kenne viele Beispiele, wo Freunde eher zu einem gehalten haben als die Familie. Einen Monat lang im U-Boot oder Raumstation? Ja, Raumstation. Ja, doch, doch, doch. Ich bin zwar nicht klaustrophobisch, aber ich war auch schon mal in einem U-Boot. Aber Raumstation, wie fucking cool ist das? Es gibt nicht so viele Menschen, die im Weltall waren. Da kann man die Erde von über der Stratosphäre sehen. Wie cool ist das? Raumstation, safe. Verlernen, wie man schreibt, verlernen, wie man liest. Schreiben. Für immer ohne Internet. Was willst du von mir? Ich kann das nicht deuten, was steht da? Oder ohne Smartphone? Ja, ohne Internet. Ohne Smartphone lieber. So ist richtig. Ja, ich bin ja so selten am Smartphone. Vielleicht mal irgendwie, wenn ich unterwegs bin, einkaufen, höre ich mir einen Podcast an. Oder mache Videos mit meinem Smartphone oder mache ein Foto. Aber das war es dann auch eigentlich. Also telefonieren natürlich noch. Nicht vergessen. Nee, aber ohne Internet, du kannst mir mal am Arsch lecken. Nee, hier dann ohne Smartphone safe. Na, guck mal, die meisten würden lieber ohne Internet sagen. Das ist krass. Schauspieler oder Sänger? Ja, ich bin eh kein Film- oder Serienfan und voller Musiker und so. Und ja, dann lieber Sänger. Nie wieder telefonieren, nie wieder chatten. Boah, so viel wie ich bei YouTube bin, Alter. Boah, Junge, das ist hart. Nie wieder telefonieren. Stell dir mal vor, bei euch brennt's oder so und ihr könnt keine Feuerwehr rufen. Das ist schon Kacke, ne? Alter, das ist. Alter. Also aufgrund dessen, da ich auch vielleicht mal die Polizei oder Feuerwehr rufen muss oder Notarzt, sage ich dann lieber nie wieder chatten. Obwohl ich eigentlich, wenn ich nur auf Freunde beziehe oder so, dann, ne? Könnte ich darauf verzichten, aber dann treffe ich mich mit denen oder so, schreibe auf Facebook die an oder Instagram oder was auch immer. Oder SMS oder WhatsApp oder irgendwas. Minecraft oder Logo. Ey, sorry, ich bin über 30. Lego natürlich, Alter. Reich, aber unglücklich, arm, aber ja, arm, glücklich hier, ganz klar. McDonald's, Burger King. Ich liebe den McChicken, aber Burger King ist einfach geiler, finde ich. Also, ist ein bisschen deftiger und McDonald's ist auch ein bisschen teurer und ich finde Burger King geiler. Also, nicht viel geiler, aber ja. Jemanden töten, den du nicht kennst und erwischt werden. Jemanden töten, den du kennst und nie erwischt werden. Alter, ich bin Pazifist, Alter. Also, ganz ehrlich, lieber werde ich erwischt und stehe dazu, was ich getan habe, anstatt dass ich etwas tue, was ich nicht will und dafür nicht gerade stehe. Dann das hier. Facebook, WhatsApp. Oh, ich hasse euch alle. Wegen Sprachnachrichten, WhatsApp, aber wegen so viele Freunde auf Facebook. Oh komm, Facebook. Shopping Queen oder Jobby. Was willst du, Alter? Nee. Pokémon. Zum Beispiel. Nächste Frage ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Gar keine Haare am Körper haben oder total ganz. Ich habe keinen Bock, das zu beantworten. Ich weiß es nicht. Im Lotto gewinnen oder 5 richtig gute Freunde. 5 richtig gute Freunde. Nur flüstern oder nur schreien. Ja, dann lieber, glaube ich, nur flüstern. Also.
wie würde sich das anfühlen, wenn ich jetzt eine Freundin hätte und zu der sage, ich liebe dich? Ne, das ist ja Quatsch, das ist ja Quatsch. Dann lieber romantisch geflüstert zum Beispiel. Lieblingsspielecharakter, Lieblingsfilmcharakter. Was habe ich gerade gesagt? Pokémon zum Beispiel, wie wäre es damit? Oder Halo oder so, oder irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Etwas, was mir gerade nicht einfällt. Spielecharakter würde ich sagen. Schach oder Poker? Schach. Bestes Brettspiel. Amish-Kolonie oder Nudistensiedlung. Da mache ich hier Fickerei hier auf jeden Fall. Eine gute Freundin haben, die man hoffnungslos liebt und mit der man die Zeit verbringt, die man nicht haben kann oder sich gar nicht verlieben und. Oh. Ja, wie gesagt, liebe Amore, ohne Witz, selbst wenn es dann nichts bringt, aber dann habe ich sie ja wenigstens als Freundin und kann mit ihr Zeit verbringen und alles cool, weißt du? So, eigenen Schraubhuber oder ein Privatjet? Ein Schraubhuber ist, glaube ich, flexibler. Mit einem Privatjet kann man über eine größere Distanz. Ich nehme den Schraubhuber. Wundervolle Beziehung mit einem Partner, aber keine Freunde. Keine Beziehung, aber viele tolle Freunde. Ich glaube, wenn man wirklich in einer tollen Beziehung ist, dann ist der Partner auch der beste Freund. Das heißt, dass man hier wenigstens zwei Sachen hat. Also dann lieber das hier. Wie gesagt, Amore und so. Nie wieder den Akku des Handys laden müssen, nie wieder das Auto tanken müssen. Akku. Obwohl Tank wäre natürlich sinnvoller wegen Geld und so. Nur noch Personen daten, mit denen du nicht verwandt bist, oder nur noch Personen daten, die das gleiche Geschlecht haben. Mit denen du verwandt bist, steht ja sogar nicht verwandt, wollte ich gerade sagen. Boah. Ich könnte ja auch die Cousine meines Schwipp-Schwapp-Schwagers im 5. Grad daten. Weiß ich nicht, ich habe nichts gegen Schwule, Lesben oder Bisexuelle. Weiß nicht, aber da ich nicht schwul bin. Ey, das ist eine beschissene Frage, ganz ehrlich. Also, wenn ich jetzt irgendwie im 8. Grad meines Vaters irgendwie eine 30-jährige Cousine habe, die in den USA lebt, dann würde ich sagen, das hier. Spielekonsole, PlayStation, Xbox, Computer Gaming, ja, mit den besten Freunden, N64, einen Mario Kart, ganz klar, aber alleine Computer, also sprich Computer, also das mache ich eher. Xbox, also ich bin eher für Nintendo, nicht? Aber auf jeden Fall allein wegen Halo, Xbox. Für immer gesund oder Krankheiten anderer heilen können, ja, da ich empathisch bin und gerne ein Teil der Gesellschaft bin, ich habe ja auch einen Erste-Hilfe-Schein oder bin Wahlhelfer, dann lieber das hier. Nur 4 Stunden Schlaf pro Nacht oder immer 15 Stunden. Ich schlafe eh nicht viel länger als 4 Stunden. 2 Wochen auf dein Mobiltelefon verzichten. 2 Wochen auf meinen Computer verzichten. Der redet gerade von sich selbst. Ist mir doch scheißegal, worauf er verzichtet. Der meint wahrscheinlich auf mein, also auf mich bezogen. Ja, dann aufs Mobiltelefon. Wie gesagt, ich bin eh wenig am Telefon, aber viel am PC, also. 2 Wochen auf mein Mobiltelefon verzichten. Ja, ist mir doch scheißegal, ob du auf dein Mobiltelefon. Alles klar, Mobiltelefon verzichtet, Alter. Naja, aber ich weiß, was du meinst. Kirche, Religion aktiv werden oder in einer politischen Partei tätig wie ich. Ich bin Buddhist und Wahlhelfer. Also. Religion oder Politik? Eigentlich, ja, dann lieber Politik, weil Politik mehr bewegt. Nackt rumlaufen oder altmodische, peinliche Klamotten tragen. Das mache ich ja ohnehin, aber weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich hätte darauf Bock, warum denn nicht? So, letzte Frage. Erstmal etwas Gutes tun und keine Anerkennung erhalten. Nicht etwas Gutes tun, aber trotzdem Ansehen genießen. Ja, auf jeden Fall das Ehrliche hier. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin auf Wahlhelfer, habe einen Erste-Hilfe-Schein, habe auch Menschenleben gerettet und so. Außer die Leute, die da waren, hat mir keine Danke gesagt, aber. Ich mache das dann nicht, um Danke zu kriegen, sondern weil ich etwas Gutes tun möchte. Also, klick. So, das war es jetzt erstmal. Ich kann dann das schon mal so nochmal für mich persönlich beantworten. E-Mail schreiben, SMS schreiben, ich sag WhatsApp. So, also, danke fürs Zusehen. Das war mal wieder ein kurzes, spontanes Video. Und ich sage in dem Sinne, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.